Moin und Weidmanns Heil. Ja, eben kam die erlösende Nachricht, ich kann die Röslerwaffe abholen. Also Flux ins Auto und Touren wie diese, die liebe ich wirklich. Ohne Waffe los, mit Waffe zurück. Und genug Platz im neuen Waffenschrank ist auch. Moin und Weidmanns Heil. Das ist das Video, auf das ich so lange hingefiebert habe. Ich habe alles beisammen. Es kann losgehen. Der Theorieteil ist jetzt weitestgehend abgehakt. Jetzt geht's Zusammenbau, Einschießen, Testen, Daten sammeln. Jetzt beginnt der Teil, der richtig Spaß macht. Ein kleines Manko gibt's noch, einen kleinen Wermutstropfen. Die Tier-1-Produkte sind noch nicht bei mir eingetroffen. Das sind einmal die Scope Rings und das Zweibein. Ich wollte jetzt aber nicht mehr warten. Ich werde mir erstmal mit Komponenten, die ich noch im Haus hatte, behelfen. Das ist einmal statt dem Tier-1 Tactical Bipod einmal mein Magpul Bipod. Das hat sich unter Jagdgesichtspunkten bei mir sehr gut bewährt. Das einzige Manko, ihr hört es schon, es klackt, wenn es einrastet. Das kann man aber auch leise machen, wenn man es drauf anlegt. Und ansonsten unter Jagdgesichtspunkten wirklich top. Es kann schwenken, es kann neigen. Das Schwenken kann man übrigens auch ausschalten, das wissen viele nicht. Mache ich mal ein eigenes Video zu. Ja, es hat sich bewährt, seit über einem Jahr habe ich es und da ist nichts falsch dran. Insofern werde ich das jetzt für die neue Waffe nutzen. Erstmal, bis das andere eintrifft. Es hat leider keinen QD-Mount, das ist das Einzige, was vielleicht noch stört. Aber kann ich mit leben. Gutes Bipod. So, und das andere sind die Scope Rings. Die sind eben auch noch nicht da. Ich habe aber noch welche liegen. Die haben sogar genau die gleichen Spezifikationen. 36 mm Durchmesser, 9 mm Bauhöhe. Die werde ich auch erstmal nutzen, bis dann meine bevorzugten Tier-1-Montagen da sind. Das sind ganz einfache aus Stahl. Bei 308 muss ich ehrlich sagen, mache ich mir keine, habe ich bei diesen einfachen dünnen Ringen, die auch keine großen Verschraubungen oder keine starke Verschraubung haben, mache ich mir bei 308 mit Schalldämpfer ehrlich gesagt keine Gedanken. Dann aber unter Long-Range-Gesichtspunkten, unter hartem Einsatz, da möchte ich einfach die von Tier-1 haben, weil die mich noch nie im Stich gelassen haben. So einfach ist das. Die nächste Komponente im Zubehörbereich ist die Picantini-Schiene. Die kommt hier vorne unter den Vorderschaft. Die ist dann für die Montage des Zweibeins mit Picantini-Mount. Hatte ich ja schon gesagt, ich lege darauf an, alles mit Picantini-Mount zu haben. Das setzt einfach voraus, dass ich alles untereinander sehr flexibel und einfach austauschen kann. Insofern kriegt auch die Waffe die Picantini-Schiene. Man kann die Riemenbügelöse, eine davon kann man nutzen und man muss dann noch ein zweites kleines Loch bohren für eine zweite Schraube, aber das kann ich verschmerzen. Die nächste Komponente ist der Schalldämpfer, auch die hatte ich ja schon. Das ist mein Hauskin Extreme JD224. Den werde ich mit der neuen Waffe nutzen. Der lag bis jetzt eher ungenutzt bei mir rum. Insofern kriegt er jetzt neues Leben eingehaucht. Er ist natürlich relativ groß für so eine kompakte Waffe. Mich stört das aber nicht. Und das bisschen mehr an Größe im Schalldämpfer ist natürlich auch deutliches mehr an Dämpfungsleistung. Insofern werde ich damit glücklich sein. Und was für mich unbedingt dazugehört zum Schalldämpfer, ist der Überzug. Gerade wenn man damit auf der Jagd unterwegs ist, auf der Kanzel, irgendwo aneckt. Es macht doch deutlich weniger Geräusche. Und bei größeren Schussserien, es mindert wirklich deutlich das Hitzeflimmern. Also würde ich unbedingt einen Überzug für den Schalldämpfer empfehlen. Bevor es ans Eingemachte geht, letzte Zubehörkomponente, Gewehrriemen. Ich setze gerne auf Nigelo, weil ich dieses dicke Neopren unglaublich gerne mag. Und man kann die Waffe dann auf der Kanzelbrüstung damit so schön auflegen. Und den gibt es natürlich mit Rösler-Branding, wie sich das gehört. Das nächste ist die Munition. Ihr habt es im letzten Video schon gesehen. Ich werde weiter auf RWS-Munition setzen als Standard für die Jagd, die Evo Green. Und wenn es mal ein bisschen weiter sein soll, beziehungsweise Auslandsjagd etc., Speedtip Pro. Beide in der Short-Rifle-Version. Einfach ein bisschen mehr Power für ein bisschen mehr, wie soll man sagen, Performance nach hinten raus. Beides werde ich auch mal mit in Dänemark zum Long-Range-Schießen testen. Wobei zum Long-Range-Schießen selber überlege ich gerade, ob ich mir da einfach tatsächlich Vollmantelgeschosse mit einem hohen BC lade, um dann wirklich auch die 1000 Meter, die 1 Kilometer mit der 308 sicher schießen zu können. Das ist aber eine andere Geschichte und wird hier auf dem Kanal ein andermal erzählt. Kommen wir zur Optik. Auch da wisst ihr, was drin ist. Das ist von Zero Compromise das CZ420, also 4- bis 20-fache Vergrößerung. Es hat ein 50er Objektiv und als Absehen, das ist hier auch nochmal sehr schön beigepackt und erklärt, habe ich ein Standard-Mill-Absehen gewählt. Einfach, weil es mir für die Jagd das bestmögliche
zu sein scheinen, ohne, also ich wollte keinen Tannenbaum absehen, was das Ziel eventuell so ein bisschen verdeckt, sondern ich wollte ein klares, crispes Absehen haben. Das MPCT 1, Impact 1 Absehen scheint mir da die richtige Wahl zu sein. Was haben wir hier noch? Reinigungstuch, Anleitung, Inbusschlüssel, Neoprencover und das Zielfernrohr selber. Da ist das gute Schmuckstück. Klingt sehr gut. Hier nochmal mit Bikini Caps. Aber auch zum Zielfernrohr gibt es dann demnächst nochmal ein eigenes Video. Das hat so viele Features, so viele Möglichkeiten, so viele geile Eigenschaften. Das kann man jetzt hier im schnellen Ablauf gar nicht alles erklären. Und das große Finale, die Waffe selber. Ich habe sie mit zwei Magazinen A5 Schuss bestellt. Ja, schöner Schichtholzschaft, genauso wie ich das haben wollte. Ein bisschen mehr traditionelle Optik bei all meinen Tactical Rifles. Der schöne, schwere, kompakte 51 cm Lauf. Im Vergleich zu meinem letzten Video zu dem Target Leitschaft, der neue Target Leitschaft. Er hat Druckknöpfe, muss also nicht mehr mit einem Imbusschlüssel eingestellt werden. Gleiches gilt für die Schaftverlängerung. Und auch hier kann man mit dann allerdings Imbusschlüssel die Schaftkappe lösen. Ich kann sie in der Höhe verstellen, ich kann sie neigen. Das passe ich mir dann, wenn ich das Zielfernrohr montiert habe, noch optimal an. Der Verschlussgang ist wirklich sauber. Und ich bin wirklich, wirklich froh über, ja, jetzt mal eine Holzwaffe gewählt zu haben. Ja, vielleicht werde ich etwas älter, vielleicht werde ich etwas traditioneller, aber ich hatte wirklich Bock auf einen schönen Holzschaft und insbesondere, wenn er dann noch solche technischen Möglichkeiten wie der Einstellung bietet, dann bin ich wirklich glücklich damit. Lochschaft war mir ebenfalls wichtig. Es gibt zwar Leute, die sagen, man kann bei der Drückjagd dann nicht ganz so schnell repetieren, wenn man immer wieder hier in das Loch zurückgreifen muss, aber in Sachen Handling macht der einfach eine so gute Performance, dass ich darauf nicht verzichten wollte. Das größte Highlight an der Waffe muss ich euch noch hier dicht in die Kamera halten. Fokus mal wieder. Rösler war so freundlich, mir mein Logo einzugravieren, einzulasern. Das ist natürlich ein ganz großes Kino. Vielen Dank dafür. Der Abzug ist der gleiche wie in meiner Matchwaffe. Und er bricht unglaublich klar und trocken. Das ist... lässt sich jetzt schwer vermitteln im Video, aber das ist so ein sauberes Gefühl beim Abziehen, das kann ich kaum beschreiben. Es ist wie eine Verlängerung des Fingers. Es ist einfach für mich sehr natürlich. Grandios. Ich freue mich. Jetzt geht's ab in die Werkstatt, alle Komponenten montieren. Dabei dürft ihr mir gerne noch im Schnelldurchlauf über die Schulter gucken. Da passiert jetzt nichts großartig Neues. Meine Videos zum Zielfernrohr montieren und so weiter, die kennt ihr. Da hat sich an der Methode nichts geändert. Also das bleibt, wie es ist. Ich baue alles zusammen und freue mich dann auf das nächste Video, wenn es mit der Waffe heiß hergeht.
Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen zu den Komponenten oder zum Zusammenbau habt, schreibt es in die Kommentare. Ich stehe euch gerne Rede und Antwort und versuche zu helfen und zu erklären, wo ich kann. Mir bleibt jetzt nur noch eins zu sagen, keine Ausreden, ab nach draußen, geht jagen.